Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Heute wollen wir uns mit der Rechtschreibung beschäftigen. Wir haben ja schon gesehen, dass wir rot unterwählte Linien bekommen, wenn etwas Word gleich auffällt. Ja. Jetzt kann man natürlich da durchscrollen und ich spreche aus Erfahrung, man übersieht diese rot unterwählten Linien dann mit der Zeit, weil es halt doch öfter auftreten, sag mal, bei mir zumindest, ja, treten dann doch öfter auf. Und manche Wörter werden dann immer rot, und zum Beispiel Menüband. Ich finde, das ist nicht falsch, aber ich kenn's nicht. Ja? Kenn's nicht, dieser Computer. Wie überprüfe ich das jetzt? Gescheit. Ja? Auf einmal so jetzt überprüfen. Nun, da gibt es da oben einen eigenen Tab, überprüfen. Ja? Und am besten, man stellt sich am Anfang des Dokuments, ja? Und dann sagt man, da. Dann sagt man da, Rechtschreibung und Grammatik, ja? Haken wir an. Ja? Wenn man da auf diesen Knopf drückt, springen wir zum nächsten erkannten Fehler. Und da steht Menüband. Ja? Und da drüben haben wir noch die Vorschläge, Menüband. Da sage ich jetzt Menüband. Ich finde, das ist nicht falsch. Ich finde, das gehört so. Menüband. Wenn ich jetzt kann ich entweder sagen, alle ignorieren. Dann werden alle diese Sachen im Dokument ignoriert. Ja? Zumach, sehen wir, das Menüband wird nirgendwo mehr angezeigt. Also nochmal Hackerl, das erste ist jetzt nicht Menüband. Ja? Das haben wir ignoriert. Wenn ich wirklich sicher bin, dass es dieses Wort gibt, kann ich es sogar dem Wörterbuch hinzufügen, dann ignoriert das Word nicht nur in diesem Dokument, sondern sagt, okay, das Wort kenne ich, das gibt es. Ja? Das wäre die zweite Möglichkeit gewesen. Oder einmal ignorieren, dann sagen, ja, dieses eine Mal finde ich, das ist in Ordnung. Aber wenn es noch einmal im Dokument vorkommt, dann finde ich es, sagen wir es nochmal, okay? Durchklicken auf andere, natürlich schreibt man das groß. Natürlich schreibt man das groß. Jetzt drücke ich da hier drauf und nehme diese, Menüband. Diesen Menüband. Hat das doch nicht mehr ignoriert. Ja, egal, kann ich zumindest herzeigen. Ich bin mir sicher, dieses Wort Menüband gibt es. Ich gebe es zum Wörterbuch hinzu. Ja, zum Wörterbuch hinzufügen, passt. Hier bekommen wir Zugang zu Funktionen, die postalische Schriftstücke betreffen. Geht der Beistrich wahrscheinlich, ne? Man kann hier unter anderem, gut, Rechtschreibung bitte, unter anderen Umschlägen, unter anderen Umschlägen, Umschläge, das stimmt schon, was ich geschrieben habe. Man kann hier unter anderem Umschläge, Etiketten und Serienbriefe starten. Ich will keine Umschlägen. Man kann hier unter anderem Umschläge. Passt. Ja? Nächste. Du, okay. Werden. Die Schriftgröße etc. soll so dargestellt werden. Beistrich. Natürlich, dann nehme ich die Änderung an. Du, das passt. Ja? DIN A4 Blatt. Ja, das schaut auch besser aus, so wie das vorgeschlagen wird. So, was steht jetzt da? Durch Eingabe von Text ins Editierfenster erhalten wir den Text am Bildschirm der Standardschrift hat. Dabei erfolgt ein automatischer Zeilenumbruch, sobald der eingegebene Text zu lange ist, um in eine Zeile. Ja, das stimmt schon. Grammatiker da. Steuerung C. Ja, das passt. String. Nein, das gefällt mir nicht. Das einmal ignorieren. Das ignorieren wir auch einmal.
So, und da haben wir jetzt das Problem, das ist Englisch. Ja? Undo, das erkennt er nicht, ja, dass das Englisch ist. Der glaubt, ich wollte umschreiben oder Udo oder Uno, Undo. Word versucht, aufgrund des Textes zu erkennen, in welcher Sprache das verfasst ist. Ja? Funktioniert normalerweise ganz gut, aber ich meine, das ist nur ein Wort. Sind bei Copy, Cut and Paste, Find, da hat er das erkannt offensichtlich. Ja? Da hat er das erkannt. Ah, schau mal, das ist Undo. Ja? Das, wenn ich das markiere, wie kann ich die Sprache festlegen? Das kann ich hier rum machen unter Sprache. Ja? Sprache für Korrekturhilfe festlegen. Es gilt nur für den markierten Teil und das ist nicht Deutsch, sondern da sage ich, das ist Englisch Vereinigtes Königreich. Okay. Und auf einmal ist es nicht mehr unter Welt. Weil jetzt weiß er ja, dass es Englisch ist. Ja? Sagt, ah, passt. Englisch. Super. Super. Ja? Gut geschrieben, Undo. 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 Das heißt doch nicht Udo. Passt. Ja? Wenn wir dann weiter Rechtschreibung überprüfen, hat die BLUVA. Na, das kennt er nicht. Ja? Komisch. Ja? Alle ignorieren. Das passt schon. Einmal ignorieren. Die Tutu, die Dama, einmal die Dama nochmal ignorieren. Alles abgeschlossen. Ich habe keinen Fehler mehr, sagt Word. Das befreit mich aber nicht davor, das nochmal durchzulesen. Das war nur, weil Word was nicht findet oder weil Word was. Wir haben ja gesehen, Word hat sogar was gefunden, was richtig war. Gut. Also da oben kann man die Rechtschreibung überprüfen. Ja. Man kann hier auch das Änderungen nachverfolgen, aufdrehen. Dann, schauen wir uns das an, was da passiert. Änderung nachverfolgen. Jetzt habe ich das aktiviert. Und jetzt pass auf. Jetzt schreibe ich was dazu. Das kann sehr praktisch sein. Schaut ja komplett anders aus. Das will ich weglöschen da zum Beispiel. Nur als Beispiel. Es wird nicht weggelöscht. Die Änderungen werden hervorgehoben. Die Änderungen, die ich im Dokument mache, werden hervorgehoben. Ja? So. Und jetzt ändert ihr so ein Dokument. Und jetzt können wir sagen, bei dem Änderungssuchen weiter und jetzt Seiteneinteilung, da ist eine Änderung, sagt er, dann sage ich, okay, das ist abgelehnt, das möchte ich. Das will ich annehmen und jetzt sind die Änderungen übernommen. Also ich kann mit den eingeschalteten Änderungen nachverfolgen, kann ich praktisch das editieren und kann mir nachher, das ist interessant bei irgendwelchen Versionen zum Beispiel, ja, wenn ich eine neue Version mache, dann editiere ich das und kann auch durchgehen, wo habe ich irgendwas geändert und kann dann praktisch einen Flow verpassen, also das ist da oben mit den Änderungen nachverfolgen. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Manchmal stört es, ja, dass das so, ich möchte ja wissen, wie das ausschaut. Dann kann ich da Markup keine machen. Dann sind sie nicht mehr markiert. Die Änderungen werden aber trotzdem, gell, das wird trotzdem gemacht. Ich kann jetzt alle wieder machen, dann ist es, die Änderungen sind gespeichert irgendwo, aber sie werden nur nicht mehr angezeigt. Das kann ich zum Beispiel machen bei, wenn mich interessiert, wie schaut denn das Dokument aus mit meiner Änderung? Markup anzeigen. Sprechblase umschalten. Überarbeitung in Sprechblase anzeigen, dann ist das da, das ist eine Sprechblase. Wenn man Formate ändert zum Beispiel, wird das sowieso da drüben so angezeigt. Gell? Ja. Nächste. Ableinen.
Also, Änderungen nachverfolgen. Das nächste Mal Rechtschreibung und Änderungen nachverfolgen. Das nächste Mal schauen wir sich noch Kommentare an. Ja, machen wir hier Kommentare. Das ist, wenn man zusammenarbeitet in einem Dokument, kann man hier Kommentare hinterlassen. Schauen wir uns im nächsten Video an. Ja, also nächstes Video, Kommentare hinterlassen in einem Dokument. So was wir echt gemacht haben mit dem To-Do, gell? Das geht besser. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.